TAZV, ein jahrelanges Reizthema. Bezahlbares Wasser für alle. Dafür kämpft seit September 2008 die Bürgerinitiative TAZV Luckau und ist gegenwärtig auch mit einer Vereinsgründung befasst. Mit mehrfachen Demos und Informationsveranstaltungen haben die Mitarbeiter der Bürgerinitiative auf die Satzungsunzulänglichkeiten des TAZV aufmerksam gemacht und damit erst einmal für umfassende Transparenz gegenüber den Bürgern gesorgt. Die Parlamente sind gegenwärtig aufgefordert, sich zu positionieren. Es geht um die Zustimmung oder Ablehnung der neuen Satzung. Notwendig geworden, offensichtlich nach Auffassung des TAZV. Ein millionenschweres Schuldenloch soll gestopft werden. Diese neue Satzung schützt beispielsweise nicht mehr vor längst verjährten Nachforderungen. Vor der Stadtverordnetenversammlung am 21. August 2012 in Luckau rief die Bürgerinitiative zur Demonstration auf. Um eine Eskalation zu vermeiden, hörten die Teilnehmer auf dem Luckauer Marktplatz zunächst eine Erklärung der Bürgerinitiative an. Wir machen hier und heute laut und deutlich von unserem Grundrecht der freien Meinungsäußerung Gebrauch. Und wenn auch der Unmut über den THZV im Allgemeinen sehr groß ist und die Emotionen manchmal sehr hoch kochen, meine ausdrückliche Bitte an euch alle, dass es eine friedliche Demonstration ohne Gewalt bleibt. Borjana Egbalian verdeutlichte mit klaren Worten die Krux des THZV-Anliegens. Auch im Kommunalabgabenrecht gibt es eine gesetzlich festgelegte sogenannte Festsetzungsverjährung. Die Frist dafür beträgt 4 Jahre. Nach Ablauf dieser Frist sind Forderungen, die vor Beginn der Frist entstanden und innerhalb dieses Zeitraumes nicht geltend gemacht wurden, erloschen. Das soll dem Rechtsfrieden dienen und den Bürger nach einer gewissen Zeit vor Forderungen schützen. Das Problem an der Sache ist, das Laufen der 4-Jahres-Frist setzt eine rechtswirksame Satzung voraus. Einfach formuliert könnte man auch sagen, eine fehlerfreie Satzung. Das heißt, eine Satzung, die keine Mängel aufweist. Und genau hier liegt das Problem. Fast alle Satzungen, auch die neuen, weisen irgendwann, ob durch eine geänderte Rechtsprechung oder schlichtweg aufgrund unseres komplexen Beitragssystems, Fehler auf. Rechtssicherheit ist von vielen Verbänden auch überhaupt nicht gewollt, weil sie auf diese Weise bis in alle Ewigkeit neue Satzungen nachschieben und somit immer wieder die Möglichkeit haben, Uraltforderungen aufzumachen mit dem Argument, dass Verjährung noch gar nicht eingetreten sei, weil ja bisher noch gar keine wirksame Satzung vorliegt. Und genau das ist auch die Motivation des THZV und nichts anderes. Im Verlauf der Demo kam der Sonne Walder, Enrico Reiche der Bürgerinitiative Wasser 21 zu Wort und Harald Pirsch, Seniorenbeauftragter der Stadt Luckau. Er sprach für seine frühere Funktion im Rat des Kreises Luckau. Der Landkreis, das Landratsamt ging dabei als Auftraggeber in Vorleistung und in Kassel-Golzig wurde festgelegt, hier wird eine Kläranlage gebaut. Es war der erste Fehler, dass die Bürger nicht allumfassend einbezogen wurden. Aber das wollen wir keinem zum Vorwurf machen, es war gut gemeint und gewollt. Diese Kläranlage wurde dann dem später gegründeten THZV übergeben. Denn der Schlachthof produzierte ja viel Abwasser jeden Tag, rund um die Uhr. Das sollte ja auch gute Einnahmen bringen zur Stabilität des neuen Klärwerksbetreibers. Was der Schlachthof an Gebühren bezahlt hat, ist ein Geheimnis. Er hat wahrscheinlich das Dreifache bezahlt. Ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Stefan Egbalian brachte es emotional auf den Punkt, als er namentlich die Luckauer Stadtverordneten und den Bürgermeister als vom Volk gewählte Interessenvertreter an ihr Verantwortungsbewusstsein appellierte. Denn Sie werden es sein, Herr Lehmann, Herr Donat, Herr Brockmeier, Herr Trösing, Herr Ernst, Herr Krasmehl, Herr Hennig, Herr Hartmann, Herr Heine, Herr Frau Klinkmüller, Herr Kretig, Herr Lamich, Herr Liebe, Herr Luchmann, Herr Müller, Frau Roth, Herr Schulz, Frau Spruch, Herr Terno, Frau Tölpe, Frau Fee, die diese Entscheidung zu verantworten haben. Niemand anderes.
Zum Abschluss der Demonstration vor dem Rathaus wurde noch einmal an die folgende Stadtverordnetenversammlung erinnert und zur zahlreichen Teilnahme aufgefordert. Ja, auf der Verbandsversammlung geht es darum, soll die neue Satzung eingeführt werden oder nicht? Und dafür haben wir heute hier gekämpft, dass die Abgeordneten überzeugt werden, hier das Mandat, ihr imperatives Mandat an ihre Abgeordneten zu geben, dass diese während der Verbandsversammlung sagen, nein, wir lehnen die neue Satzung ab. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Also hier wird heute entschieden. Der große Moment kommt jetzt gleich, denke ich. Durch Frau Fischer erhielten wir bei telefonischer Nachfrage am Mittwochvormittag das Abstimmungsergebnis der Stadtverordneten. 9 Stimmen sprachen sich für die neue Satzung aus, 9 Stimmen dagegen. Nachzulesen auf der Seite www.wasser-bi.org. Damit ist keine Stimmenmehrheit für die Satzung entstanden und die Verbandsmitglieder erhielten den Auftrag, zur TAZV-Verbandsversammlung am 28. August 2012 mit Nein zu stimmen.